Ich weiß, der Sturm ist gerade da, aber soll mich jetzt nicht daran hindern, hier so mal ein paar Kryozagen-Dinger zu sammeln. Geh mir nicht auf die Eier, habe ich dir gesagt. Alter, ich habe dir gesagt, geh mir nicht auf die Eier. Es tut mir leid. Hat er nicht mitgekriegt? Hat er nicht mitgekriegt? Hat er nicht mitgekriegt? Kryozagen? Kryozagen. Ich werde nicht versagen. Boah, wie das ruckelt gerade. Wahrscheinlich, weil ich hier so viele... Was hat er da gerade mit meinem Schiff gemacht? Hat er das gerade angebumst? Habe ich das gerade richtig gesehen? Da bumst er doch tatsächlich mein Schiff an. Ich glaub's ja wohl. Boah, wie das ruckelt gerade. Alter Schwede. So. Hier ist ein Plutonium, nehmen wir auch mit. Komm, warte mal, haben wir. Was ungerne liegen lassen hier. Kohlenstoff war da auch bei, habe ich gesehen. Und irgendwo hier war... Ah, hier. Boah, bin ich froh, dass hier auch die Wächter normal sind. Überleg mal, du hättest so angriffslustige Wächter. Das wäre ja, Alter, das wird ja gar nicht gehen. Das ist ja... Das ist doch irgendwie, ne? So, warte mal. Wir können mal bei unserem Exo-Anzug mal eben die Lebenserhaltung bisschen auffüllen. Mal eben abscannen, ob wir nochmal irgendwas sehen an... Kryozagen. Ach, da, guck mal. Alter, wie viel Plutonium hier rumliegt. Also mit Plutonium können wir uns echt totschmeißen. Da können wir... Ich kann ja mal Putin demnächst mal anrufen und mal fragen, ob der Plutonium braucht. Ich habe genug hier. So. Seit dem Update ist No Man's Sky viel besser. Ja, das stimmt. Ist es auch. Gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Oh, es ruckelt hier. Eieieiei. Aber einen Speicherpunkt will ich mir definitiv zwischendurch bauen. Was brauche ich dafür noch? Speicherpunkt. Ich brauche dafür Eisen. Ich werde mal eben Eisen sammeln auch. Denn das ist mir sicherer, aber wenn das Spiel wirklich abstürzt mal, habe ich keine Lust, das Ganze wieder zu sammeln. Aber wenig Eisen gibt es hier eigentlich, ne? Oder irre ich mich da? Ah, da unten ist Eisen. Jede Menge sogar. Dürfte eigentlich schon reichen, oder? Oh, er kommt. Oh, er kommt. Ich glaube, er hat uns gesehen. Ich hau mal lieber ab. Warte mal. Jetzt kann ich den Speicherpunkt erstellen. Sehr schön. Ich werde aber ein bisschen mehr Eisen mitnehmen, weil wir ja Eisen brauchen, um noch einen Speicherpunkt zu erstellen, falls wir nochmal speichern möchten. So. Lieber ein bisschen mehr mitnehmen. So. Das macht so viel mehr Spaß auch. Das Spiel macht so viel mehr Spaß, auch dieses Ressourcenmanagement, dieses Sammeln, weil das jetzt auch viel mehr Sinn macht. Dass du hier alles sammeln musst und kannst und wofür du das auch machst und weil das jetzt auch alles Hand und Fuß hat. Weil du jetzt zum Beispiel die Kryozagen, die wir jetzt sammeln, sammeln wir deswegen, damit wir Glas herstellen können. Wenn wir Glas hergestellt haben, können wir unsere Basis erweitern, können weiter ausbauen, können mehr Türen und Fenster endlich bauen, weil wir Glas haben. Das hat so viel mehr Spielwert jetzt. Ja. Aua. So. So, wo sind die Kryozagen? Nirgendwo. Das ist schlecht. Outteam unentdeckt. Ah, hier. Ach, guck mal. Was für Entdecken. Ist ja Wahnsinn. Boah, wie hübsch das hier ist. Hier ziehe ich hin. Hier kann ich auch speichern. Machen wir mal. Kommen übrigens auch die Balken nicht mehr. Haben sie auch weggenommen, diese schwarzen Balken. Sieht man auch.
Neuer Raumanzug, Dingsbums, Bummens, Dings hier. Was kostet der denn? Haben wir davon noch genug? Kostet 350.000 Eier. Ja. Wir haben 348. Okay, na nee, komm. Ich muss auch dazu sagen, ich habe auch ein bisschen rumgeprahlt. Mit der Kohle. Da hinten ist Zink. Da. Zink ist mir dann eher unwichtiger als wie das hier. Da, guck mal hier. Riesenvorrat. Na. Hallo? Bist du wohl... Danke. Ich finde es auch geil, dass die Pflanzen auch dann weggehen, wenn man die geerntet hat. Jetzt würde mich mal brennend interessieren, ob die nachwachsen nach einer Zeit. Wenn man hier so stehen bleibt, einfach speichert. Ob die dann irgendwie nachwachsen. Das würde mich mal interessieren. Ich fasse es nicht, dass ich Zink einfach liegen lasse. Habe ich noch nie gemacht eigentlich. Wisst ihr genau. Wir hatten sogar eine Zinkreise mal gemacht. So. Er dachte wohl, er ist was? Claudia Schiffer? Ich muss bis gestern... Was? Ich wusste bis gestern nicht, dass man auch Frachtschiffe als Basis kaufen kann. Ja! Diese Frachtkreuzer. Das ist ja so mein Ziel bei der Staffel hier von No Man's Sky. Bei der Staffel 1. Dass wir einen Frachtkreuzer kaufen. Und natürlich die Basis vernünftig auszubauen. Und, das ist so geil. Fahrzeuge, was, machen das Ganze auch angenehmer? Ja, das stimmt. Kommt man von A nach B ein bisschen schneller. Mir wird ganz kalt am Arm. Ist das so kalt geworden in Deutschland? Ich friere hier. Ich glaube, ich muss mir gleich einen Pulli holen. Eigentlich wollte ich vorhin schon den Stream ausgeschaltet haben, aber ich dachte mir jetzt, weißt du, was, komm. Wenn wir jetzt schon so viele tolle Sachen finden, machen wir einfach weiter. Und wollte die Aufnahme auch schon längst auf beendet haben, aber... Ja... Boah, bis die Folge kommt, wo wir jetzt gerade sind, ne? Da bin ich wahrscheinlich schon im Urlaub oder so. Da bin ich wahrscheinlich im Urlaub. Oh Gott, was ist das? Oh Gott. What the fuck ist das? Eine fette Höhle. Das sieht aus irgendwie... Ich würde das gerne mal von oben sehen. Das sieht aus wie ein überdimensionales... Loch. Nee, die Folge wird wahrscheinlich reichen bis... Keine Ahnung. Was sehen meine Äuglein? Ich denke mal, bis Mitte Mai werden die wahrscheinlich reichen, weil wir ja jetzt noch Folgen haben auf YouTube bis fast Ende April. Ne? Glaubst du, das Spiel hat sogar ein Ende? Ja, es gibt ein Ende bei No Man's Sky. Obwohl es eigentlich endlos ist, wenn du nicht zum, also wenn du nicht zum Mittelpunkt der Galaxie reist, hat das Spiel kein Ende. Wenn du, oh, wir sollen uns aufwärmen. Oh, warte mal. Wenn du aber... Wenn du aber zum Mittelpunkt der Galaxie reist, dann hat das Spiel ein Ende. Und ich habe das Ende gesehen und ich möchte es nicht. Weil es... Ja, ich möchte es nicht verraten. Für die Leute, die es vielleicht selber machen möchten, sollen es machen. Aber ich möchte es nicht. Das Sehen hat mir gereicht, was ich gesehen habe. Und es ist richtig arschig. Richtig arschig und, ja. Hm. Das brauche ich nicht. So. Ja, gut. Das wird hier so richtig kalt gerade bei mir. Ich weiß gar nicht warum. Entweder liegt es daran, weil ich gerade hier auf einem kalten Planeten bin oder es draußen wirklich arschkalt ist. Toll. Da schwebt eine Insel in der Luft. Ob ich da rüberkomme jemals? Wahrscheinlich nicht. Oh Gott, ich werde. Oh Gott, ich werde mir so wehtun. Huha. Hallo Jungs. Aua. Da war so eine Art Spinne. Oh Gott, wie geil das hier aussieht. Oh Gott, die Spinne geht weg. Ich hasse euch. Ih, Alter, was ist das denn? Ih. Voll die Brutstätte. Geht weg, lasst mich. Lasst mich. Geht weg. So, kann ich nochmal scannen? Juhu. Toll, jetzt habe ich gescannt, aber nichts. Aber doch, da. Oh. Was warm haben wir. Wahrscheinlich ist der Rucksack gleich voll. Mit Plut... Ja, Alter. Ich übertreib's voll mit Plutonium.
Das Ende macht das Spiel erst recht unendlich. Ja, genau, quasi. So könnte man es bezeichnen. Genau. So, Leute. Für die Leute, die auch neu eingeschaltet haben, willkommen zur Let's Play Live Show. Jeden Samstag ab 20 Uhr gibt es hier den Stream. Sonntag ist immer so vage, weil ich momentan plane, so eher nur noch samstags zu streamen. Ich habe ja sonst immer 2 Tage gestreamt. Ja, und ihr könnt auch gerne auf dem YouTube-Channel vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Ist aber kein Muss. Ne? Könnt ihr einfach mal im Chat Ausrufezeichen YouTube eingeben, da wird dann der Channel-Name eingeblendet. Muss mal gucken, dass ich das so hinbekomme, dass vielleicht der Link eingeblendet wird für die Leute, die über Handy gucken oder über Rechner, dass sie sofort draufklicken können. So, hier war immer da was. Oh Gott. Wieso muss ich ausgerechnet immer am Grand Canyon von diesem Planeten landen? Das ist ja... Ich verstehe. Also hätte man das Ende nicht gebraucht. Nein, man braucht das Ende nicht. Es wäre so, als würde dir jemandem dem Schuh ins Gesicht treten, quasi. So musst du dir das Ende vorstellen. So. Tamium. Oh, nehme ich mit. Aber Krühe hoch. Aber Krühe zagen. Das kannst du mal sagen. Wir brauchen wieder ein paar neue Krühe zagen. Scanner wird aufgeladen. Kann man den Scanner eigentlich dazu bringen, dass er sich schneller auflädt? Das würde mich mal brennend interessieren. Der Scanner. Haben wir den Scanner eigentlich hier? Das ist doch unser Anzug, ne? Aber scannermäßig habe ich hier... Gibt es eine Verbesserung für den Scanner? Warte. Technologie. Nö. Das wäre noch geil, wenn es noch eine Technologie geben würde, damit der Scanner noch schneller auflädt. Das wäre mega. Okay, hier ist nichts außer eine Kiste. Was haben wir hier drin? Ah, ein Kanister, super. Ein Dolch. Finde ich auch gut, dass einige Sachen jetzt, dass man die stacken kann. Schnarch. Scanner aufladen. Ja komm, mach doch hin. Ich will noch ein bisschen sammeln. Da ist noch was, da ist noch was, da müssen wir hin. Oh, hier auch, oh mein Gott, so viel auf einmal. Ich gehe erstmal hier hin und dann müssen wir mal merken, da hinten. Und ich weiß, bei jedem anderen, aber es gehört nun mal dazu. Ich weiß, es ist nicht spannend, es ist total, vielleicht für einige langweilig, aber es gehört nun mal dazu. Bei einem Survival-Spiel, es ist ja in Anführungsstrichen auch so ein bisschen Survival-mäßig oder einem Crafting-Spiel, dass man Ressourcen farmen muss. Man muss halt... Wo waren jetzt die anderen? Da ist was und hier ist... Oh Gott, hier ist auch schon wieder was. Man muss halt leider Ressourcen farmen. Das ist zu weit weg. Ich gehe erstmal dahin. Man muss halt Ressourcen farmen. Das ist nun mal so. Das gehört nun mal zum Spiel dazu. Das ist da drin und... Wenn es dir nicht gefällt, man muss nicht zusehen. Habe ich ja gesagt. Sage ich ja auch immer wieder bei den YouTube-Videos. Ihr müsst es nicht gucken. Na, es gibt genug andere Channels, ne? Es gibt genug, vor allem auch andere Channels, die Sachen zusammenschneiden. Habe ich gestern noch das Thema gehabt. Bei Bioshock, bei der Aufnahme, habe ich gestern noch angesprochen. Ich glaube bei Folge 19 oder 20 kommt das, glaube ich, vor. Dass ja einige YouTuber Let's Play machen. Oder ja, irgendwie so Let's Play machen und dann die besten Szenen nur rausschneiden. Das ist für mich kein Let's Play. Da kann ich auch einfach irgendwie, keine Ahnung, jetzt hier nur mit Sky anfangen und schneide mir die besten Sachen raus, die wir erlebt haben und dann fertig. Das ist für mich ein Zusammenschnitt. Das hat mit Let's Play nichts zu tun. Also finde ich, ne? Was anderes ist jetzt wieder zum Beispiel, bei mir ist ja so, ich spiele zum Beispiel manche Spiele nur an. Ne? Wie zum Beispiel dieses 10 Second Ninja habe ich jetzt ausprobiert, am Let's Play davon angefangen. Werde es aber nie zu Ende spielen. Weil einfach, erstens, ja, das sich eigentlich auch nicht so eignet fürs Let's Play, aber es ist so ein angespielt. Ich glaube, ich werde das vielleicht auch mal, vielleicht werde ich das mal umbenennen. In Let's angespielt oder so, oder angespielt. So.
Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir uns hier verlaufen. Ich werde mal speichern. Das mache ich jetzt mal. Denn sicher ist sicher. So, ich habe mir am Montag Mass Effect Andromeda gekauft. Oh, cool. Glückwunsch. Toast Ficator 09. Was? Toast? Tificator 09, willkommen zu Let's Play Live und vielen Dank für den Follow. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Habe ich gespeichert jetzt? Ich speichere nochmal. Let's Play ist von Anfang bis Ende, auch wenn man 10.000 Mal stirbt oder sowas. Ja, genau. So sehe ich das. Huch, wollte ich gar nicht. Wollte ich gar nicht. Genau. Kann ich jetzt, was brauche ich denn dafür noch? Mir fehlt wahrscheinlich, ja, Platin, das war so klar. Oh. Mir fällt gerade auf, wir haben ja einen Sturm. Da, Platin. Können wir direkt mitnehmen. Für den Speicherknubbel. So. Ich hoffe, die Festplatte läuft nicht voll. Ich habe, im Übrigen ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo meine 3 Terabyte Festplatte fast voll ist mit Videomaterial. Trotz alledem werde ich mir ja bald was... Huch. Was Neues organisieren. Neues Setup hier. Uah. Ich habe vor, ein neues Setup zu planen. Das wird aber wahrscheinlich erst nach dem... oh Gott, ich brauche irgendwie... ich brauche Schutz. So wie Wally. Einfach mal in die Erde... einmal in die Erde reingraben. Einfach mal... Huch! Bin ich hier sicher? Ja, ich bin hier sicher. Uah. Neues Setup planen. Und in 2 Wochen endlich Outlast. Ja, in 2 Wochen endlich Outlast 2. Oh Gott. Das wird so... Das wird. Ich glaube, das werde ich auch mit Greenscreen aufnehmen. Bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich das mit Greenscreen aufnehme. Na? Und das wird dann auch quasi das erste... Ja, es wird quasi... Erste Mal Outlast Let's Play. Sonst haben wir das ja nur im Stream gespielt, nur so im Wahnsinnsmodus. Ich bin gespannt, ob die einen Wahnsinnsmodus drin haben. Da bin ich sehr gespannt. Wirklich. Weil der Modus ist ja eigentlich so auch ein Highlight gewesen vom Outlast 1 und war ja auch so quasi, wie soll ich sagen, es war ja bei Outlast 1, der Wahnsinnsmodus ist bei allen Spielern wirklich so dieses Nonplusultra-Update gewesen, quasi. Wenn ich das mal so sagen darf. So richtig so dieses nochmal richtig alles geben und nochmal versuchen und schaffen und machen und tun. Oh, da. Nehmen wir mit. So, warte mal. Können wir Speicherpunkt eigentlich schon mal wieder bauen? Ja, können wir. Sehr schön. So, nur zur Sicherheit. Ich kriege so ein bisschen Halskratzen, weil ich hier gerade friere. Es ist fürchterlich. Habe ich? Ich habe gerade keinen Pulli hier, ne? Nee. An meinem Stuhl hängt auch keiner, obwohl normalerweise... Ah, da oben, guck mal da. Ich sehe dich. Wie komme ich da hoch? Ohne zu scannen sogar. Nein, die Taufen. Sogar hier unten auch, guck mal. Hier. Hier. Wenn ich jetzt scanne, ist da oben... Alter, da hinten auch. Alter, jede Menge. Das war aber gerade... Das war so gerade eben knapp war das gewesen. Hier auch, so. Und dann war da hinten, war irgendwo... wo ist es jetzt hin? Da ist Tink, da ist Tink. Wo waren das jetzt? Das war doch hier irgendwo, oder? Ich scanne nochmal, um mal zu gucken. Da hinten war das. Und da war Tink. Tink nehmen wir mit und dann gehen wir in die Richtung schon mal. Sonst irgendwo... Okay. Resident Evil 7 Horrormodus musst du auch irgendwann mal machen. Also wenn du mal Zeit und Lust hast. Ja. Auf jeden Fall. Ich erwarte viel von Outlast. Ja, ich auch. Aber ich glaube, die werden das Rad auch nicht neu erfinden. Aber was sie machen werden, denke ich mal, ist wirklich eine gute Story. Hat auf jeden Fall nichts mit dem ersten zu tun. Habe ich mir sagen lassen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich kann mir das vielleicht nicht so gut vorstellen. Weil, ich sag mal, warum sollen sie es dann Outlast 2 nennen, wenn es nichts mit dem ersten zu tun hat? Wahrscheinlich sagen sie es nur so, um Verwirrung zu stiften. Damit es halt nicht rauskommt. Aber wir werden sehen. Vielleicht ist Outlast ja nur...
Sie hatten ja damals gesagt, Outlast ist ja zu Ende erzählt, der erste Teil, weil es gibt halt die Murkoff-Kooperation, haben sie ja gesagt. Das war ja die Kooperation, die alles da angestellt hat bei Outlast 1. Das Universum von Murkoff ist noch so groß, haben sie ja mal gesagt. Und es kann natürlich sein, dass Outlast dann wirklich nur so der Name ist und dann halt das wirklich so jetzt irgendwie anders weitergeführt wird, aber wir werden es sehen. Wir schauen mal. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und natürlich auch ein bisschen Angst habe ich. Oh Gott, das wird so... Ich habe mir auch die ganzen Trailer nicht angeguckt, die jetzt schon wieder rauskommen, momentan davon. Also ich lasse mich da komplett unberührt und unbespoilert und lasse mich da echt überraschen. So. Gleich mal gucken, wie viel wir haben von den Kryozagen. Da können wir so langsam zu unserem Schiff zurück, ne? Alter, 6 Minuten. Eieieiei. Können wir währenddessen vielleicht noch ein bisschen Zink sammeln oder so. Plutonium haben wir ja auch wieder genug. Der Scanner, Alter, das dauert und dauert und dauert. 12 Minuten das Auto, wie weit wir gelaufen sind. Alter Schwede. Irgendwas zu sammeln hier? Nö, nur Plutonium. Und Platin. Ja, wir gehen mal so langsam Richtung Schiff zurück. Ist, glaube ich, eine gute Idee. So. Alter, 5 Stunden 39 Minuten schon am Stream. Alter, Leckofanny. Ja, wir haben heute viel geschafft, da muss man ja sagen, ne? Sehr viel geschafft. Und, ja. Amnesia haben wir durchgespielt. Und, ja. Hier schon wieder der Grand Canyon. Huch. Aua. So. Dann haben wir das Fimmelbildspiel haben wir durchgespielt. Ja, viel geschafft. So, wo ist denn... Okay, ich dachte, hier vielleicht liegt nochmal irgendwas. Boah, geil. Ja, 4 Minuten noch. Dann sind wir am Schiff. Und dann schauen wir mal, wie viel wir gesammelt haben. Wir haben bestimmt genug gesammelt. Ich schaue nochmal im Rucksack hier. 250, 250, 137 und dann auf dem Schiff die 600. Das ist schon ordentlich. Das ist schon mega ordentlich. Da können wir schon ein paar Gläser bauen. Ich glaube, wir müssen es nochmal richtig... Ich glaube, wir schaffen das mit dem Wärmeschutz. Schaffen wir in 4 Minuten nicht zum Schiff. Das heißt, wir müssen uns irgendwo eingraben. Ich mach das mal eben. Ja, ja. Ich will ja nur eben kurz hier unseren Wärmeschutz aufladen und dann nochmal eben kurz unsere Lebenserhaltungsmaßnahme. So, das können wir in die Energiezelle mal nehmen. Wie schnell der Rucksack wieder voll ist. Aber geil, dass wir es gemeistert haben, finde ich cool. So, das dürfte eigentlich reichen für den Weg dahin. So. Ich scanne nochmal eben ab hier, ob wir nochmal irgendwas finden. Nee, hier ist nichts. Aber wir wissen auf jeden Fall, mit dem Teleporter kommen wir definitiv an einem Ort, wo wir Kryozagen noch finden. Das heißt also für uns, wir können dann... Wir können dann auf jeden Fall hier nochmal hinreisen oder zum anderen Planeten in dem Universum. Vielleicht ist ja hier noch ein anderer Planet, der das hat, was ich ja nicht weiß. Das kann natürlich gut möglich sein. Dass wir vielleicht auch noch einen vernünftigen Planeten haben, der vielleicht nicht so viel Schnee hat und vielleicht weniger Inseln und mehr flaches Land. Flaches Land. Flaches Land. Wo ich dich immer wieder fand. Oh, das nehme ich noch mit. Wenn wir schon dabei sind, das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Licht auf dem Weg. Quasi. So, Amnesia habe ich auch leider noch nicht gespielt. Nein, noch nicht? Oh mein Gott. Was ist denn hier?
Titan. Ach krass. Fortgeschrittener Minenlaser erforderlich. Wir müssen auf jeden Fall unseren Minenlaser müssen wir auf jeden Fall verbessern. Dann können wir so Sachen wie Titan auch dann abbauen. Aber wie viel Plutonium hier auch ist, ist ja unglaublich. Ach, jetzt kommen wir wieder in den Bereich, wo es ruckelt. Ich speichere nochmal eben schnell. Was wir haben, haben wir. Lass ich das Ding jetzt auch liegen, ist ja auch egal. So. 2 Minuten noch. Und dann sind wir da. Und dann... reisen wir erstmal zurück in die Heimat. So. Ali hopp, hier noch drüber. Ich hoffe. Alter, aua, aua. Hallo, ich will doch nur hier hoch. Danke. Jetzt habe ich gerade die Orientierung verloren. Ah, hier. Was gibt's da? Okay. So, das nehme ich noch mit. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Definitiv. Definitiv nehme ich das mit. So, hier oben war auch noch einer. Irgendwo am Liegen. Hier. Hallo? Sehr schön. So, und dann war irgendwo das Schiff ist da hinten. Aber hier kriegst du aber echt viel auf dem Planeten. Hier kriegst du Plutonium, Platin, dann hinten ist da, das blaue wird wahrscheinlich Iridium sein. Das ist natürlich ein mega Planet. Das Einzige ist nur die Kälte, die einem Sorgen macht. Komm, 40 Sekunden, schaffen wir. Unser Kälteschutz bricht nämlich gerade zusammen. Aber ich denke mal, in 30 Sekunden sind wir da. Greifen die Saurier eigentlich auch an? Die großen eher nicht. Also es gibt große, glaube ich, ja, aber die jetzt hier nicht. Aber ist ganz, ganz selten. Deswegen sage ich ja, es sollten vielleicht ein paar... Es wäre geil, wenn es hier so... Wenn es hier wirklich so Gegner geben würde, die man so hat beim Farmen. Wenn man so rumfarmt, dass man da so... Ja, dass man da so Gegner hat, die einem dann so ein bisschen so stören, weißt du? Das würde das Ganze ein bisschen spontaner und interessanter machen. Das Spiel ist sehr beruhigend. Ja, das stimmt. Deswegen sind auch einige eingeschlafen wahrscheinlich schon. Ja. Ist auch sehr beruhigend. Das ist so ein richtig so ein Abschaltspiel. So ein Stream-Spiel, so ein YouTube-Let's Play-Spiel. Deswegen mache ich auch da eine Season raus. Achso, Impulsantrieb ist offline. Achso, warte. So. 2, 2, 1, da sind wir schon. Wo ist der Eingang? So. Wie gesagt, ihr müsst das mal machen, wenn ihr an der Station seid. Hier einfach mal in den Fotomodus wechseln. So, Achtung. Warte. So, guck mal hier. Das sind wir. Das ist unser Schiff. Und das hier, das ist die Raumstation. Die immer so ganz klein winzig aussieht. So, und jetzt guck mal, wie klein wir sind. Dann kriegt man mal ungefähr ein Gefühl davon, wie groß diese Welt ist. Ja, ich finde es echt interessant, das mal so zu sehen auch. Ne? So, huch. So, wir müssen hier reinfliegen. Hui. So, ein T-Rex wäre schon lustig. Ja, das stimmt. Da stimmt, das wäre schon sehr, sehr geil. So, ja. Dann würde ich sagen, ab nach Hause, ne? So, gespeichert hat er auch. Sehr schön. So, ab in den Teleporter und dann geht's nach Hause. So, Freunde. Ja, ich will mich teleportieren. So. Ach, erstmal strecken. Ach, Leute. Aber ist nicht arg, genau. So sehe ich das auch. Ist kein Arc, definitiv. Mein Gott, jetzt sind wir schon 3 Stunden am Aufnehmen. Wahnsinn. Ich werde jetzt auch, glaube ich,
Schluss machen jetzt gleich. Wir werden jetzt noch in eine Base gehen, damit der Herr Flex für die nächste Runde bereit ist. Werden wir ihm alles schön bereitstellen quasi. Wahrscheinlich hat der Computer unser Raumschiff wahrscheinlich jetzt wieder vor die Tür geparkt. Nein, unendliche Anzahlen an Planeten sind, ist es nicht, aber es gibt eine Anzahl an Planeten, nur das sind so viele, dass man die kaum... Nee, unser Schiff steht nicht vor der Tür. Guck mal, da ist eine Tür. Und hier ist das Schiff. Ja, warum parkt er nicht von... Ah, so, weil wir die Häuser weggebaut haben, deswegen. Die Garage ist auch noch nicht so richtig hundertprozentig. Ach, siehst du, und wir wollten noch den Weg gebaut haben, aber den Weg werde ich erst dann bauen, wenn wir das... Wenn wir die Häuser hier haben. Jetzt habe ich natürlich nicht hier gebaut, ne? In den Aufnahmen, aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich speichere. Wir machen jetzt hier erstmal, würde ich sagen, eine schöne Folgenpause auf YouTube. Ne? Mit dem herrlichen Ausblick auf diesen Planeten oder auf einen Planeten, der gerade nicht da ist. Ja. Ich würde sagen, das ist schon ideal. Ja. Wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder auf YouTube in der Season 1 hier und dann fangen wir an zu bauen. Wir haben ja jetzt endlich... für Glas. Die Sachen. Ich freue mich sehr. Das hat so viel Spaß gemacht. Und dann schaltet ihr in der nächsten Folge wieder ein. Bis dann würde ich sagen, viel Spaß.